Herzlich willkommen zu After Dark mit mir und einem Spiel, einem kleinen, ich starte es nochmal neu, weil auch der Anfang ist ganz geil, einem kleinen Retro-Horror-Spiel für zwischendurch. Die Rede ist von Game.exe und ich will jetzt nicht, Moment, ich muss hier wie gesagt erstmal alles beenden. Jetzt ist es, glaube ich, soweit fertig. Okay, genau. Und das ist ein Spiel. Ein Horrorspiel ist jetzt, so viel ist klar. Ey, warum ist das denn eigentlich die ganze Zeit unscharf? Meine Kamera ist die ganze Zeit unscharf. So, jetzt geht's wieder. Die wird einfach immer wieder unscharf. Keine Ahnung, warum. Oh, ja, Game.exe heißt das Spiel. Und es ist, wie gesagt, ein altes, ein auf alt getrimmtes Retro-Horrorspiel. Ich hoffe, ihr habt Freude daran. Ich jedenfalls fand's eben schon ganz cool. Gucken wir mal rein. So, ja, ich weiß nur mein Passwort gar nicht. Jetzt weiß ich was. Oliver, my name plus current year. Ja, aber ich... Okay. Ach, da steht's ja unten. Hahaha, okay. Oliver 99. Oliver 1999. Haha, da habe ich ja schön das Windows gehackt. Deswegen nimmt man nie seinen Namen und das aktuelle Datum. Und dann gibt man sich auch noch einen Tipp. Dann schreib's doch einfach gleich rein. Read full document. Das mache ich normalerweise nie. In Spielen kann man es mal machen. Privacy, Spam, Public Display, Services, Nudity, Bestiality, Circuit and Restriction, Engage in Activity, Infringe upon the Rights, Engage in Activity, Don't Help Others. Nee. Oh, hier, das ist lustig. If you violate these terms, we may stop providing services to you or we may end up killing you. Investigation alleged violations of these terms, Microfast reserves the right to review your content in order to resolve the issue. However, we cannot monitor the entire service and make no attempt to do so. Also auf jeden Fall ist das hier ein wichtiger Satz. We may end up killing you, aber die liest ja keiner. Okay. Was habe ich zu tun heute? Game Story schreiben, Character Movement, Shooting Mechanics, da arbeitet jemand an einem Spiel, beim 3D-Anime, optimized Scripts, Main Menu, Polish, come up with a good name, get documentation ready, publish game. Das ist aber noch einiges vor dir. Ach, ich habe einen Gebrauchtcomputer gekauft. Das ist natürlich smart, aber in diesem Fall vielleicht mein letzter Kauf. This computer belonged to Oliver Frank. Make sure to completely erase this hard drive. We couldn't do it. Danke. And enjoy your almost new product. Oliver 1999. Das ist so dumm, ne? Dass sie mir das jetzt... Ich brauche das doch am Anfang. Naja. Oh God, I love Ross Budgeon's music. I'm glad I bought a floppy with his songs. They're just so emotional, kind of weird, like myself. This week I heard about Lashen. He makes some hip-hop beats. I'm not really into that stuff, but I liked his music. I should probably download some songs when I manage to connect to the internet. Gucken wir doch mal, was in der Musicbox so ist. Ich würde jetzt fast sagen, die sind rechtefrei, aber ich weiß es nicht. Aber das hier unten interessiert mich. Comic Zone natürlich. Da. Das waren die 90er, Leute. Ah, Pödel ist auch ganz begeistert, ne? Na komm, komm mal kurz. Okay, kann ich verstehen. Nee, komm. Okay, er will nicht. Okay. Genug Party gemacht, obwohl das schon ganz gut ist. Penis. Okay, so sieht das also. Das ist Musik.
I beg you, I don't want to kill any more people, but you're making me do it. Please stop, I fucking hate you. I literally put my soul into this game, the black monster you see. It is me. I killed myself to really put my soul into this. So entwickelt man doch kein Spiel. I am inside this computer. Nochmal kurz im System, was ist hier? Alter, 12 GB, das ist ja ein Riesenrechner. Wer hat denn so einen Rechner gehabt? 20 GB? Also mein erster Rechner, gut 98, mein erster Rechner, ja gut 20, mein erster Rechner hatte 20 Megabyte. 20 Megabyte! Ja, okay, so ist das halt jetzt, es geht nicht weiter, dann gucke ich mir die Files mal an, denn jetzt wird es garantiert mysteriös. Oliver Frank. Was hat er gemacht? King of War. A game about bald guy killing gods. Das ist God of War, Digga. Das ist das Spiel, was du gerade gemacht hast. Dream Game, Bachelor und dann. Ja, eigentlich hat er nur einen Bachelor, ne? Coding in C, Unite 3D Engine, SQL. Naja, für damals reicht. Oliver Frank at Microfast. Ah, das könnte interessant sein. Fix, troubleshoot errors in programs, check disk trouble, shoots hard drive problems, check IP. Ah, jetzt könnte ich hier mal die Dinger. Ja nie. Kann man ja schon mal machen. Neustart. Ja, machen wir ein bisschen Musik.
You, I won't let you delete my fucking game, you cunt! The only way you're deleting this is if you kill me! Das ist doch gerade das, was ich probiere hier. Nee, geht einfach nicht, ne? Vielleicht, wenn ich hier einfach mal alles ausmache. Ach, so komme ich raus! Ja gut, das ist irgendwie logisch, ne? Ich habe gedacht, da gibt es vielleicht noch eine drüber geordnete Ebene am Rechner oder so. Aber scheinbar nicht. Jetzt muss das Spiel nur noch aufhören. Okay, so, jetzt bin ich aber echt gespannt. Was können wir denn hier noch machen? Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ich mag das gerne, so diese Found-Footage-Lost-Laptop-Geschichten. Die können auch langweilig sein, aber wenn es, sag ich mal, wenn es schnell vorangeht, dann ist das schon auch ein cooles Setup für ein Horrorspiel wahrscheinlich auch, ja. Was ist denn, wenn ich Forgot Your Password eingebe? Passwort? Nein, egal. Enter a new product key. Okay, das muss ich wahrscheinlich. Wo war das nochmal? Ich habe doch eben so einen Key gesehen. Ist hier vielleicht? Da auch nicht, ne? Okay, irgendwo war ein Key. Irgendwo habe ich einen Key gesehen. Da, Device-ID vielleicht? Ich glaube nicht. Das ist nicht der Key. Aber ich gebe ihn mal ein. Mal gucken, ob ich da nicht auch Scheiße zusammengeschrieben habe. E0115A1096D42F98E99. Okay, das ist es nicht. Aber dann wissen wir das jetzt wenigstens. Was ist denn hier noch? Das ist es nicht, ne? Das auch nicht. Da, natürlich. Oh Mann, jetzt muss ich die noch abschreiben. Was, wie wär's mal mit Copy and Paste, ihr Bitches? 07XBN2L4AD6CE1H F6RXN P954G. Okay, ich habe irgendeinen schlimmen Virus mir eingefangen. Aber warum? Your Winbox license is activated, no additional books required. Remember to renew your license before it expires again. Das hätten wir also. Ja, und jetzt? Kann ich jetzt ins Internet? Das ist so geil, ich kenne diese Geräusche wirklich. Aus dem FF. Das sind 1A Internet-Modem-Geräusche. Nee, das war kein gutes Geräusch. Ja, okay, das klappt halt nicht, ne? Was sagt hier, was sagen denn die Geschichten? Ich bin ja immer noch offline. Das ist eigentlich echt interessant, dass er mir schreiben kann. Das erklärt eigentlich, dass er wirklich in diesem Rechner ist. Was denn jetzt? Da fehlt doch was. Ach ne, hier. Hier ist ja alles. Ich muss mir gerade überlegen. Also, den Trashbin war auch nichts. Man kann ja mal... Kann man den nicht... Ne, ich kann ihn nicht mal auswählen. Internet kann ich nicht, die Command-Box habe ich ausprobiert, Musik habe ich auch alles schon mir angeguckt, Paintbox geht nicht, Customize Winbox, naja, muss ich mal machen, aber hilft nicht viel. Interessant.
Machen wir die Musik ein bisschen leiser. So, Manbox Customized License habe ich doch gemacht. Immerhin. Guck nochmal alles durch. Ich will nur auf jeden Fall alles einmal probiert haben. Vielleicht gucke ich mir hier echt nochmal die Kommentare an. Winbox Oliver. Was will ich fixen? Fixgame.exe. Ah, es geht, oder? Your program has been fixed. Ja, Mann. Du kannst mich nicht davon abhalten, ein Spiel zu spielen. Geil. Das würde ich nur gerne mit dieser Musik, aber egal. Ich würde die Musik gerne ausstellen. Oh-oh. Oliver ist jetzt das Monster und sucht mich. Kann ich Licht ausmachen? Ich mach mal Quit. Oh, schon wie? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ist das Spiel wirklich so, dass ich die ganze Zeit rausgeworfen werde? Das ist ja doof. Ich wollte nämlich eigentlich Musik ausmachen, damit ich das Spiel höre. Aber ich habe auch ein bisschen Angst gehabt vor Oliver, wenn ich ehrlich bin. Geht's wahrscheinlich wieder? Okay. Lauter. Das Geräusch, das ging gerade wirklich durch Mark und Bein. Er will's halt einfach nicht, ne? Aber Oliver, ist mir egal. Wenn du deine Seele für so ein Dreckspiel ausgegeben hast, glaube ich nicht, dass du allzu lange gegen mich bestehen kannst. Denn ich bin der Gamer. Du bist nur ein Monster in einem furchtbaren Popelspiel. Müsste man halt nur noch wissen, was man hier eigentlich machen soll, ne? Candles! Ach, natürlich, ich soll irgendwas... Like a candle in the wind. Hunted by monsters. Oliver 99. Where it all begins. Ah, okay. Hab zwei Kerzen. Brauch noch 8. Natürlich ein hässliches Retro-Drecksspiel, aber
die Geräusche machen doch einiges aus und es ist halt immer ungeil, ein Monster mit extrem langen Gliedern auf einen zulaufen zu sehen. Das wird nie ungeil. Und es ist auch egal, wie hässlich es ist. So, jetzt beeilen wir uns mal. Schaff mal. Komm, 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 komm. Habe ich drei gleich noch. Boah, geht einem da der Kackstift. Da muss ich mal ganz ehrlich sein, das ist schon laut und schlimm. Macht Angst. Hier kriegst du mich nicht! Ah! Okay, die letzten zwei Kerzen habe ich jetzt einfach nicht gefunden. Muss ich mal ein bisschen schneller sein vielleicht. So, mal kurz gucken, ob der Typ auch mal mit mir noch kommunizieren kann. Nee, ne? Jetzt gehofft, da kommt vielleicht was. Kann ich hier irgendwas an den Game-Files noch ändern? Okay, schau mal nicht. Mann, warum ist der denn jetzt schon da? Hier ist alles super schwer zu erkennen, ey, wirklich. Es wäre ja geil, wenn ich mich verstecken könnte. Ich weiß es halt nicht. Kann ich meine Lampe irgendwie ausmachen? Würde sicher auch helfen. So, ich heb mir meine Stamina auf für den Moment, wenn ich wieder verfolgt werde. Da ist es, ne? Da ist das Monster. Wenn ich jetzt hier hingehe und dann an der Wand entlang, müsste ich eigentlich relativ von ihm entfernt sein. Da läuft's. Es läuft halt wirklich einfach Tracking-artig auf mich zu. Ich darf einfach nur, muss einfach nur schnell abhauen, okay. Deswegen habe ich auch nur so wenig Stamina natürlich, ist klar. Okay, wenn ich jetzt hier hingehe, dann hier hin. Das wird eng. Mal hier ein bisschen Abstand gewinnen und dann, oh Mann, das wird nichts. Ich sehe es auch nicht. Doch, da ist es. Oh Mann, ist halt direkt hinter mir. Ne? Ja, und jetzt haben wir auch noch verlaufen. Ich renne wie ein Verrückter. Okay, wo ist er? Verfickte Oliver, ey. Da ist er. Okay, da läuft er. Ja, und wo sind denn jetzt die Kerzen? Wenn das mal nicht ein Fehler ist, hier lang zu gehen. Das ist ein Fehler. Shit. Ich finde die Kerzen nicht.
Okay, also super interessant irgendwie, auch wenn es irgendwie Crap ist, aber es ist auch interessant. Ich will das jetzt schon irgendwie rauskriegen, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da zwei Kerzen übersehen habe. Vielleicht sind die ja auch einfach gar nicht eingebaut. Das würde ja passen. Ist hier was? Nee, auch nicht, ne? Okay. Links rum auch nichts. Dann gehen wir rechts rum. Da ist nichts. Also gehen wir da lang. Holen die Kerze. Gehen direkt weiter. Da hinten ist er schon. Das ist immerhin nett, dass sie ihm so ein kleines Lämpchen irgendwie an die Birne geklebt haben. Kann man dann doch immer zumindest sehen, wo er sich vielleicht befindet. Ja, vorne ist er. Okay. Hier irgendwas? Nee, auch nicht, ne? Nee, da ist auch nichts. Holen wir uns hier die Kerze. Das ist doch einfach scheiße unfair, Mann. Warum ist denn der so schnell? Ich kann halt einfach nichts machen, ne? Ich komm nicht weg. Ich bin zu lahm. Ficke dich! In deinen schwarzen, langbeinigen Arschkeks! Irgendwo ist hier doch die Lösung. Gehe ich mal die andere Richtung. Guck, ob ich noch irgendwo was finde. Was ich bisher noch nicht gefunden habe. Da ist das Monster, okay. I understand. Ich suche jetzt einfach mal weitere Lampen. Da ist noch eine, okay. Das merken wir uns. Da am Anfang ist auch... Fertig, ne? Die Musik und dieses ekelhafte Brüllen. Das kann ja schon ganz schön irre machen. Okay, also die Kerzen. Aber habt ihr gesehen, da waren die zwei fehlenden Kerzen. Ich muss nur irgendwie das Vieh so locken. Dass ich ihn einmal im Kreis sozusagen durch den Level locke. Ich sehe ihn hier nicht. Macht mir ein bisschen Angst. Da ist es, okay. Um die Ecke schnell. Ob ich das schaffe? Er kommt jetzt halt echt hinter mir her, ne? Das ist, ich muss eine andere Reihenfolge, glaube ich, mal ausprobieren. Ja, jetzt kriegt er mich. Renn doch mal! Okay. Es ist ein bisschen, es macht ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich ein bisschen scary, ist es schon? Ah, Oliver, du Drecksau. Okay.
Ich laufe mal hier ein bisschen langsamer. In der Hoffnung, dass ich ihn vielleicht irgendwie hier jetzt so hinlocken kann. Zu einer Ecke. Und dann habe ich vielleicht... Aber er kommt halt leider... Ich bin zu schnell, habe ich das Gefühl. Und dadurch kommt er so von der Schräge. Hier so, da ist er. Genau. Und eigentlich... Ich müsste eher anders kommen. Ist einfach zu nah. Ihr seht's. Ich muss ihn vorher erst woanders hinlocken. Hier rechts habe ich die Kerze jetzt vergessen. Hier habe ich jetzt die. Und weiter rechts ist ja die andere. Da kommt er. Ja, ich komme hier halt nicht raus. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich komme aus dieser Ecke nicht mehr raus. Um ihn zu sehen. Da ist er ja. Ich glaube, ich schaff's. So, wo war denn jetzt die andere Kerze nochmal? Die war hier, ne? Die war hier hinten und dann rechts. Ja, okay, jetzt habe ich sie endlich. Ah, eine Waffe! Wie viele Schüsse habe ich? Keine Ahnung. Ach, jetzt habe ich Oliver gekillt, ne? Das tut mir leid, Oliver. Aber da hättest du auch aufhören können, mich die ganze Zeit hier zu bedrohen und rumzukrakehlen wie ein Zehnjähriger. Ja, was mache ich denn jetzt? Vielleicht kann ich jetzt alles formatieren. Ah, shit. Ich hab Oliver aus dem Spiel in die Realität geholt. Ah, du solltest mal was essen. Du hast in der Mitte hast du so eine Lücke. Das war's. Oh, okay. Das ist aber eigentlich ist genau die richtige Länge, aber ich hätte jetzt gedacht, wie geil es gewesen wäre, wenn er uns jetzt noch so ein bisschen durch unsere Wohnung jagt. Ja, das war jetzt auf jeden Fall interessant. Also mir haben einige Leute das vor Ewigkeiten mal empfohlen. Ich habe es dann auch direkt gekauft, habe es dann aber nicht gespielt. Und muss sagen, ja, ist auf jeden Fall ein nettes, interessantes, kleines Ding. Man muss nicht unbedingt seine Seele dafür verkaufen, würde ich jetzt behaupten. Aber für, ich glaube, 3 Euro oder 1 Euro oder wie viel das dann halt kostet oder mit irgendeinem Bonus oder irgendeinem Rabatt, kann man sich das meiner Ansicht nach schon mal angucken. Kurz nochmal gucken, was jetzt am Ende kommt. Wahrscheinlich werde ich nochmal erschreckt. Thank you.
killed Oliver. Congratulations. However, the damage caused to this computer cannot be reversed. Please leave and never boot up this machine again. Ich mach nochmal Restart, aber ich nehme an, dass dann, ne, dass dann einfach das Spiel neu an. Aber man weiß ja nie. Wenn sie mir sagen, mach etwas nicht, dann mache ich das nicht. Gucken hier, wenn ich den Messenger anmache, dass sich dann wieder meldet. Ah, okay. Na gut, okay. Quit. Okay, damit wären wir jetzt schon wieder am Ende dieser kleinen Session. Aber ich konnte natürlich vorher nicht wissen, wie lang das Spiel ist. Aber ich muss sagen, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, auch weil es eben so ein kurzes Kleinod ist, ne, was man auf jeden Fall sich mal geben kann. Ich gucke gerade mal auf der Shop-Seite, ob das vielleicht sogar umsonst ist oder wie viel es kostet. Okay, es kostet 2,40 Euro. Da kann man jetzt natürlich drüber diskutieren, ob das zu viel ist oder zu wenig. Ich merke gerade, der Entwickler hat noch ein anderes Spiel gemacht, könnt ihr euch ja auch mal angucken. Whisperwind vom 18. Januar 2021. Ja, sieht irgendwie auch nicht uninteressant aus. Kann man sich vielleicht auch mal angucken. Werde ich mir mal in den Warenkorb legen. Komm, die 4 Euro gebe ich dem Kollegen doch gerne. Mache ich. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal noch viel Spaß mit dem, was jetzt hier noch kommt. Ich bin mir nicht sicher, was kommt. Vielleicht nochmal After Dark. Vielleicht was anderes mit mir. Vielleicht irgendjemand ganz anderes. Lasst euch überraschen. Das Leben ist euer Beutel, in den ihr reingreifen und irgendwas rausziehen könnt. Viel Spaß mit diesem Beutel und diesem Leben. Bis zum nächsten Mal bei After Dark. Tschüss.